Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video LS19. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, wo wir uns mit Sojabohnen betankt haben und die jetzt natürlich wegfahren wollen. Ja, dazu müssen wir erstmal zur Getreidemühle kommen. So, ja, viel ist nicht passiert. Ich habe direkt jetzt nach der ersten Aufnahme gleich die zweite gestartet. Denn ich habe gerade Lust aufzunehmen. Und warum nur eine Folge aufnehmen, wenn ich gleich ein paar mehr machen kann? So. Hinter mir fahren natürlich ein paar Autos, die drängeln. Aber das ist mir egal. So. Da kommt kein Auto, da auch nicht, da können wir fahren. Oder was Vorfahrtsschild, das heißt, ich habe Vorfahrt. Ja, wir müssten gleich da sein. Eine Bus. Oh lol, Sonne stehen hier auch noch. Oder zumindest in den Nachbardörfern. So, Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet und trotzdem verliere ich noch so viel Geld. Ne, ich muss noch ein Stück weiter von der Tankstelle. Aber ich verliere jetzt weniger Geld. Sprich, ich bezahle die Dudes, wenn die arbeiten. Und dann nochmal extra Lohn. Ja, ist klar. Also geht's noch? Ne, da muss irgendwas in den Einstellungen umgeändert werden. Aber gut. Soll mir jetzt erstmal recht sein, noch habe ich genug Geld. So, jetzt muss ich aber definitiv hier... War doch irgendwas, wie ich zur Garage komme, beziehungsweise mir was kaufen kann. Das war die Bank. Okay. Dann also nicht. Ich hab's geschafft. Dann fahren wir jetzt natürlich einmal zum Marktplatz und gehen ganz schnell die neue Sämaschine kaufen. Und ich hoffe, ich fahre richtig. Und wir nehmen dann auf jeden Fall einen anderen Trecker. Das steht fest. Der ist mir ein bisschen zu langsam. So. Ich fahre jetzt einfach mal richtig in die Richtung. Aber das müsste richtig sein. Ah ja, da hinten sehen wir es doch schon. Ja. So. Kam ja, glaube ich, 85.000 die neue Sämaschine. Dann kann ich den Gruber und die kleine Sämaschine verkaufen. Ja, genau. So, das Hupen musste jetzt einfach mal sein. Hinter mir fährt niemand, das ist gut.
vorne wird ein LKW gleich angebrettert kommen oder fährt da hoch. Ne, der fährt genau in meine Richtung. Ja gut, also. Ach, ich darf ja wieder nicht hier rüberfahren. Aussteigen. Seemaschine, Seetechnik hier. Hatten wir immer die hier? Kann man. Wer das für diese Seemaschine bietet zudem die Möglichkeit, die, der direkt sagt. Der direkt hat 5031. Das ist für alles möglich. Wir kaufen aber das hier. Auf. Okay. Jetzt brauche ich natürlich noch Saatgut. Hier Saatgut. Kaufen. 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 Dann einmal zur Garage. Verkaufen. Verkaufen. Sehr gut. Haben wir alles, was wir wollten. Und jetzt fahren wir schnell den Anhänger nach Hause. Ich hoffe, ich komme hier vorbei. Ja. Easy. Kommt nichts, kommt nichts. Brauche ich nicht stehen bleiben. Und um Gottes Willen. So, man, die Landwirtschaftler unter euch. Haben die Traktoren, wenn die einen Anhänger haben, wirklich so einen großen Wendekreis? Oder ist der viel kleiner? Ich weiß zwar, dass bei uns hier in der Umgebung auch Bauernhöfe sind, wo Trecker fahren. Und die fahren ja auch gerne mal durch die Stadt mit der Apfelernte. Oder mit anderen Saatgut hinten drauf. Allerdings habe ich nie mitgekriegt, dass die so einen großen Wendekreis haben wie die hier drin. Das könnt ihr mir gerne mal alles in die Kommentare schreiben. So. Jetzt wird hier natürlich einmal befüllt wieder. Und wir wechseln den Traktor. So, der erntet noch ab. Mais. Hier ist der Wendekreis deutlich kleiner. So, einmal aussteigen. Wir nehmen uns jetzt definitiv den Traktor hier. Den haben wir ja zweimal. Wir den wirklich zweimal oder nur? Oh, tut mir leid. Den wirklich zweimal oder nur einmal? Der hier sieht doch wieder ein Ticken anders aus. Ne, den haben wir zweimal. So, dann holen wir uns jetzt den Anhänger.
Der hat kein, oh, der hat keinen Frontlader, sehe ich gerade. Der ohne Frontlader wird natürlich verkauft, das steht fest. Das fährt sich gleich deutlich besser, wenn das hier ein bisschen schneller geht. Muss einmal auffüllen. Auffüllen. Ich weiß, dass es nicht so einfach geht im Real Life, aber das ist für mich jetzt einfacher. Und deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal so. Da darf keiner was dagegen sagen. Und da akzeptiere ich es auch nicht, wenn jetzt jemand ankommt und sagt, das macht man aber auf dem Bauernhof nicht so. Da gibt es immer eine zweite Person oder jemand anderen, der das befüllt. Ich bin hier halt, wie gesagt, alleine. Und kann ich einfach mal 10 Maschinen mit mir irgendwo hinstellen und dann immer da zwischen und her rennen und alles. Geht einfach nicht. Klar gibt es auch Bauernhöfe, wo nur eine Person lebt, die auch alles alleine machen muss. Aber Real Life und In-Game ist dann doch ein bisschen anders verstrickt. So. Jetzt Sämaschine öffnen. Das ist X. Saat wählen. Apropos, was wird denn am meisten genommen? Meistens waren es ja immer die Sojabohnen. Ja, wir bleiben bei Sojabohnen. So, Helfer. Ja, du musst jetzt einfach mal warten. Denn ich habe einen vollen Tank. Ja, nee, doch, der meiste muss weggebracht werden. Wir haben Mais drin. Wo wird Mais am meisten genommen? Hier. Getreidespeicher Ost. Und der ist irgendwo da unten. Irgendwo ist gut. Kommen keine Autos und ab geht er. Das Schild, was dort lag, hat keiner gesehen. Das war ich nicht, das war das Auto vor mir. Oh Gott, der hebt ja vor. Ja, ich weiß Bescheid, der hebt ja vorne ab. Deswegen hätte ich den anderen nehmen sollen. Egal, wir fahren jetzt einfach. Also muss man bei der nächsten Fuhre doch den Orangenen wieder nehmen. Oder wir kaufen uns einen neuen Trecker. Aber als erstes kommt eine neue Sämaschine dran. Nicht Sämaschine. Erntemaschine. Genau. Da brauchen wir ja locker 300.000, 400.000.
So. Ach nee, Kreisverkehr fahren. Kommt nix. Oh, ich habe das Schild nicht mitgenommen. Geile Sache. Dafür lasst mir jetzt alle einen Daumen nach oben da. So, hier unten wird nichts. Dann war ich gerade falsch. Shit. Oh, ich bin Traktor, ich darf das. Da haben wir uns doch glatt verfahren. So lange habe ich das Game nicht mehr gespielt. Nicht mal offscreen. So. Wenn natürlich einer von euch das gleiche Spiel hat und sich denkt, warum alleine spielen, man kann ja auch zu zweit auf einem Server spielen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich spiele gerne mit anderen zusammen. Das ist immer aufregender, spannender, geteilte Arbeitsaufteilung und. Denn alleine spielen macht selten Spaß. Dann lieber zu zweit oder zu dritt. Und ja, meldet euch einfach mal. So, und das nächste Geld abholen. 7K? Warum nicht? Shit, hat keiner gesehen. Aber jetzt, genau. Da hinten kam. Kann man denn drehen? Habe ich noch nie nachgeguckt. So, auf geht's wieder zum Bauernhof. Kommt nix. So. Und da haben wir wieder 30k auf dem Konto. Das ist sehr gut. Links und rechts alles frei. So. Kreisverkehrsfrei, keine Menschen in Sicht. Und da ist der Zug vorbeigetuckert. Ich könnte ja das Radio eigentlich mal anschalten. Oder habe ich das deaktiviert? Wer weiß. Nein, hat keiner gesehen. Jetzt muss ich einmal hier lang, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier ist der Markt. So, und jetzt einmal so und so. So. Das gefällt mir doch. Da werden wir jetzt das Weizen noch abholen, einlagern und dann war's das auch erste Mal. Der Dude hinten sät weiter. So, wir fahren gleich hier auf den Hof. So, jetzt muss ich wieder so wechseln. Ja, das ist falsch, dass ich über das Feld so gefahren bin. Ging aber gerade nicht anders.
So, er hat die 30k auf dem Konto, sind wieder weg. Toll. Auf jeden Fall werde ich jetzt nach der Aufnahme mal gucken, woran das liegt. Weil hier wird doch irgendwas automatisch betankt. Und da ist er voll. Wir haben entladen. So, und wir wechseln gleich wieder den Traktor. Oder lassen wir den. So, wir befüllen jetzt noch schnell. Weizen, nein. Gerste, nein. Hafer, Raps, Sonnenblumen. So, das war's dann auch wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.